Willkommen zurück bei Let's Play Cthulhu an Unspeakable Modification. Wir sammeln Shit ein und sind im Inbegriff, die esoterische Kirche von Dagon anzugreifen. Oder Dagon. Dagon. Keine Ahnung. Auf jeden Fall greifen wir denen seine Kirche an. Oh, what the fuck? Ich bin da wohl gerade in die Treppe reingerutscht. Knüppel gegen den Schalter. Und schmeißt den Typen ins Wasser. Hm. Okay, schwer bewaffnete Gegner. Leicht in der Überzahl. Nein. I give your life to Cthulhu. Die, unbeliever. Ach, blood ja. Is his. Die, unbeliever. Oh. I give your life to Cthulhu. Die, unbeliever. Cthulhu, protect me. Fuck you, was war das denn jetzt? Na komm, na komm. Your blood is his. Ja, das hätte jetzt irgendwie besser laufen können. Stirb! Fucking piece of shit. Und jetzt wäre ein Health Pack sehr nützlich. Ja, der Dude ist tot. Oh, reichlich Shotgun Ammo. Hm. What the fuck? Instant Skeleton. Na, was kommen jetzt wieder für Schönheiten auf mich zu? Ja, ich seh's schon kommen. Diese grünen Fuckfaces da. Okay, komm hier. Tot. Wow. Oh Mann. Lad nach. Was? 108 Pistolenschüsse? Wo habe ich denn den ganzen Kram eingesammelt? Oh, komm hier, komm hier. Oh mein Gott. Und darum spielt man Horrorspiele eigentlich ausschließlich in der Nacht. Fuck. What the hell? Ichthyosaurus.
Und abgesoffen, ey, ich glaub das nicht. Warum baut der Typ in das Spiel Passagen ein, wo man absäuft? Mann, jetzt kann ich ja schon wieder alles von neu machen. Haufen. Meine Fresse, ey. Okay, also wieder selbe Prozedur wie gerade. Erstmal diese dämliche Cut ziehen und dann jedem Einzelnen ins Gesicht schießen. Kann man das... Nein. Kann man nicht überspringen. Ja, kommt. Opfert den Typen da jetzt. Mein Gott. Instant Skeleton, meine Freunde. Instant Skeleton. Vor allem, warum labern die ganze Zeit bei ihrem Ritual? Was ist los mit denen? Das war semi-erfolgreich. Nein. Immer noch nein. Die, unbeliever. I give your life to Cthulhu. I give your life to Cthulhu. Die, unbeliever. And I give my bullets to your face. Your blood is his. Na, warte. Ha! You son of a bitch! Naja. Jetzt fehlt mir zwar ein dicker Satz Gesundheit. Aber das ist mir gerade relativ egal, deswegen speichern wir trotzdem. Und wenn nicht, sind wir halt am Arsch. Das Wasser wird abgelassen. Und wieder geht's hier runter in diesen Tümpel of Dagon. Keine Ahnung. Nehmen wir dann einfach mal Blob. Blob ist dann. Gut, brauche ich mich gar nicht um die hier kümmern. Aber um den Kameraden. Okay. Lauf schneller, schwimm schneller, von mir aus furz, damit du Antrieb kriegst. Boah, gerade eben noch so überlebt. Oh Mann, oh Mann. Warte, was? Oh, die wollen mich doch jetzt hier verarschen, oder? Ich bin gerade verwirrt. Wow. Holy fucking shit, da sind aber viele. Friss. Ein wenig hiervon. Eine kleine Prise davon.
Das tut auch ganz gut. Nachladen. Extra mit Brokkoli. Lasst mich in Ruhe, ihr ekelhaften Spinatmonster. Okay, das lohnt sich nicht ganz. Oh Mann. Die Bimbos von Dagon sind tot. Transport übers Wasser. Angriff der grünen Spinatmonster ist abgewandt. Erfolgreich. Wir leben. Oh, Barnacles. Das ist nicht gut. Ich mag Barnacles nicht. Okay. Sehr ereignisreiche Fahrt, das muss man schon sagen. Voll mit Barnacles. Barnacles, Barnacles, Barnacles. Ups, einmal aus Versehen den Zeiger gedrückt. Wow, 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 wow. Life Drain, Life Drain. Wieso hänge ich jetzt hier im Boot fest? Oh mein Gott, ich brauche Gesundheit. Genau das brauche ich. Ein wenig hiervon, davon und davon. I got some Shotgun Ammo. Das gefällt mir doch mal schön. Was sind da für fette Patronen, die er da reinsteckt? Oh fuck. Oh fuck. Das klang jetzt gar nicht einladend. Ich glaube, da wird gerade einer gesnackt. Ja. Okay. The fuck is going on? Hier geht's auch noch lang. Bin ich denn jetzt? Kisten. Kisten und in den Kisten noch mehr Kisten. Oder obendrauf. Nein. Okay. They put something inside of me. I can feel it moving. Whoa! The fucking bull crab. Ja, das hat sich erübrigt. Chestburster. Was?
Dagon is the favored child of Cthulhu and oldest of the Deep Ones. He is ancient and potent and may not be harmed by mortal weapons. As okay, das ist bestimmt ein Tipp, falls man gegen den kämpfen muss. As a creature of the deep and dark places, he is vulnerable to fire and magic. Men may summon him, but who to him who abhors the wrath of Dagon is Ola Ia Cthulhu. Okay, das heißt, falls wir gegen Dagon kämpfen müssen, was in diesem Spiel nämlich nicht sehr unwahrscheinlich ist, Feuer. Irgendwas anzünden. Vielleicht kriege ich dann irgendwie Molotow-Cocktails oder so. Egal. Bis zum nächsten Part, Leute. Ich verabschiede mich. Ciao.